Ja. Timo Helfrich, du warst hier nach dem Spiel heiß begehrt für alle Interviews, die du hast eben machen dürfen. Jetzt machen wir ein Interview für uns, für den FKP, für die Internetseite und für die Sendung im offenen Kanal. Dir hat es jetzt auch die Schuhe ausgezogen, sehe ich. Du hast die letzten Spiele eine ansteigende Form gezeigt und spielst jetzt in der Innenverteidigung einen ganz sicheren Part neben dem Patrick Hildebrand. Heute habe ich dich ganz besonders stark gesehen, will ich mal sagen, hinten drin alles dicht gehalten und auch einige Akzente nach vorne gesetzt. Das wurde dann gekrönt noch mit einem Tor nach dem Freistoß vom Aydin Seric. Ja, das ist richtig. Also die Wochen waren auch im Training super. Ich habe gut trainiert, versuche mich immer weiter zu entwickeln. Und es klappt, an der Seite mit Patrick sowieso, wir harmonieren gut, aber das gesamte Mannschaftsgefüge ist besser als die letzten Wochen zuvor, wo wir die Spiele unnötig aus der Hand gegeben haben, und es passt im Moment einfach alles und die Mannschaft unterstützt mich auch dabei. Jetzt bist du ein junger Spieler und hast so einen erfahrenen Mann wie den Patrick Hildebrand an deiner Seite. Wird es auch im Training geübt, diese Situationen, wenn da Leute auf euch zukommen? Der Patrick mit seiner Erfahrung, mit seinem Stellungsspiel, kann dir der da viel zeigen? Auf jeden Fall. Patrick ist ja schon viel länger im Geschäft als ich und hat auch schon höher gespielt als nur Oberliga. Und klar studieren wir das im Training ein. Die Laufwege müssen passen. Patrick, wie gesagt, Patrick und ich harmonieren gut, es passt. Und er ist für mich da, ich bin für ihn da und es klappt einfach gut im Moment. Und wenn du den Ball erobert hattest, hast du auch einige gute Szenen im Spiel nach vorne, hast gute Pässe hier gespielt. Es wurde dann brandgefährlich. Ist das eine andere Seite, die wir von dir noch kennenlernen werden? Ja gut, wer mich schon länger kennt, der kennt es aus der B-Jugend, als ich noch rechter Verteidiger gespielt habe. Da habe ich auch gezeigt, dass ich torgefährlich sein kann. Jetzt in der Innenverteidigung ist es natürlich so, da kann man nicht einfach blind nach vorne rennen, da muss es gezielt sein. Und wenn es sich die Möglichkeit ergibt, stoße ich nach vorne und versuche dann unsere Stürmer in Szene zu setzen, ist ja klar. Und heute hast du das, ich sag mal, entscheidende 1:0 geschossen ist falsch gesagt, geköpft hast du es, war da ein schöner Freistoß vom Aydin. Wir hoffen, dass wir noch ein paar weitere Tore von dir sehen, dass wir vielleicht mehr Freistoßsituationen vorne noch schaffen können, wenn man ein bisschen mehr Druck auf den Gegner ausübt. Vorm Strafraum, Freistöße vom Aydin Seric sind immer gefährlich und die kopfballstarken Leute gehen dann nach vorne. Ja. Jetzt haben wir, bevor wir zu Ende kommen, ein Spiel gewonnen gegen den Tabellenführer. Das Ganze ist wieder spannend geworden. Wie denkst du denn, dass jetzt die letzten Spiele da noch, haben wir da noch eine Chance nach vorne? Ja gut, wenn wir an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, dann auf jeden Fall. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Nachholspiel gegen Waldalgesheim gewinnen. Dann sind es noch 4 Punkte und die Oberliga ist dieses Jahr oben sehr ausgeglichen. Von daher glaube ich nicht, dass Homburg wegmarschieren wird. Aber wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann ist alles drin. Gut, dann schauen wir nach Waldalgesheim, hoffen auf eine weitere gute Leistung von dir und spiel weiter mit Köpfchen oder heute mit Kopf. Danke dir. Also.